Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich die Decke fertig mache. Ich werde die 4 mm Pappesperrholz bearbeiten, die an die Decke schrauben, die Spots natürlich einlassen und das Ganze streichen. Bleibt also dran und seid gespannt, wie ich das Ganze mache. Die Deckenplatte ist vorgerichtet. Warum habe ich hier von unten gesägt? Wenn ich so dünnes Material von oben säge, dann sind die Splitter alle auf der Sichtseite. Wenn ich von unten säge, dann sind die Splitter alle unten. Deswegen säge ich quer zur Holzfaser von unten. Dann ist es viel schöner.
Nicht geschehen.